Jo, da wären wir mal wieder zu Yu-Gi-Oh! Jax Tag Force. Einen wunderschönen guten Abend. 350 TD, der Noob ist da. Tondritz, der verrückte Gott, subscribed auf Tier 3. Für bereits 16 Monate in Folge. Im 16. Fortlaufenden auch noch. Mein Gott. Junge, Junge, vielen Dank. Cookie-Clicker, einen wunderschönen guten Abend. Auri ist schon da. Hi, Auri. Der Lebraune, howdy howdy. Magok, hallo Magok. Suryokos, servus, auch dir nochmal einen wunderschönen guten Abend. Wen haben wir noch? Der Unrat ist reingekommen. Hallo Unrat, mach es dir bequem. Immer schön, dich zu sehen, ne? Yami, guten Abend. Scheint's mit Anoop bekannt zu sein, aber gut, wer ist nicht mit Anoop bekannt? Anoop ist in gefühlt jedem Stream auf Twitch. Jo, Nu ist da noch reingekommen. Einen wunderschönen guten Abend auch an dich. Musst du gleich wieder arbeiten. 350 TD, aber der war, glaube ich, schon ganz weit oben. Ne, Malti. Ja, Malti ist noch reingekommen. Hallo, Malti. Jo, dann springen wir mal in den Story-Modus zurück. Beim letzten Mal haben wir abgesetzt, während der Rekrutierung von Tech-Partnern. Ah, und Kommentiermat und Create Killer. Auch euch einen wunderschönen guten Abend. Macht's euch bequem, nehmt euch einen Keks. Aber keinen von den selbstgebackenen. Jo. Ich war beim letzten Mal noch im Klassenzimmer. Oh, zu Ryoko, vielen, vielen Dank. Für 300 Bits. Gott, wir werden keine Bits verteilen. In letzter Zeit irgendwie, ja. Irgendwie hat sich das mehr eingebürgert, als ich erwartet hätte. Ein schöner Schlag gegen unseren Streamboss Zod, der aber immer noch über 10.000 HP hat. Ich habe übrigens den Ratschlag angenommen und habe die Sternschippleiste minimal hochgeschraubt, also wirklich nur ein bisschen, weil die in letzter Zeit so dermaßen auch voll ist, dass wir für die nächsten 4 Wochen Sonntagsstreams schon geplant haben. Wie sollte es noch nicht dauern? Ja, wie gesagt, mit fast 50.000 Lebenspunkten dauert ein bisschen. So, wo waren wir? Wir mussten Crawler hier besiegen, das war nervtötend, wie sich herausgestellt hat. Ich werde dieses Mal, glaube ich, mal ein bisschen anders vorgehen. Moment. Und das Deck tatsächlich minimal für ihn abändern, weil das ist. Wir hätten es zwar schon einmal schaffen können, wenn ich nicht so doof gewesen wäre, Möbius an dieser einen Stelle dann nicht zu spielen, wer sich daran erinnert. Nichtsdestotrotz. Raus, 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 raus. Ja, okay. Und stattdessen sortieren. Machen wir direkt einen Filter. Effektmonster und Fallen bitte. Crawler ist nervig. Die Herausforderung von Crawler ist nervig. Crawlers Herausforderung ist, dass wir ihn 8000:0 besiegen müssen. Er spielt aber so gammelige Viecher wie Monster mit 2100 Verteidigungspunkten, die sonst nichts können. Oder 2200 Verteidigung, die sonst nichts können, das ist halt. Ja, wir besiegen ihn zwar jedes Mal, aber wir nehmen halt jedes Mal so irgendwie 50 Punkte Schaden oder so, ein Unfug. Und das geht halt einfach nicht. Hier, die Zylinder sind schon mal sehr, sehr nützlich. Mann, wir sortieren mal eben kurz eine ATK nochmal. So, dann holen wir mal eben noch hier 1,9er, weil ich bin mir sicher, da haben wir noch was Sinnvolles. Wollen wir noch einen schädelsuchenden Dritten. Ganz unten müssten die Fallen sein. Ich bin mir sicher, hier können wir noch ein Zwangsevakuierungsgerät oder sowas rausziehen. Schauen wir mal, nur eins davon. Blöd. Okay, dann tun wir noch einen zusätzlichen Staubtornado rein für mehr Zauberfallen-Removal, dann. Nö, danke fürs Hosten! Dann. Waren wir eigentlich noch irgendwas zum Removalen? Entweder bin ich blind, was ich nicht ausschließen mag. Oder wir haben einfach viel zu wenig Removal in den Fallenkarten. Komm, wir tun einfach Kuna mit Kette rein. Der ist gut zum Schaden vermeiden. Und,
Wir tun noch Waboku rein, die ist gut zum Schaden vermeiden. Also sind wir schon auf genügend Karten. Und tun wir Waboku wieder raus. Whatever. Okay. Guten Tag, Mr. Crawler. Versuchen wir es doch nochmal als Partner einladen. Ja. Wenn ich deine YouTube-Videos sehe, sehe ich da gerne Bitschmeißer. Ja, wie gesagt, in letzter Zeit hat sich das irgendwie mehr eingebürgert, als ich jemals erwartet hätte. Ich bin mir ziemlich sicher, eine ganz lange Zeit hat hier nie jemand auch mal einen Bit reingeworfen. In letzter Zeit ist das irgendwie mehr geworden. Wahrscheinlich, weil ich diese dauerhafte Leiste da eingeführt habe und so und die Emotes relativ beliebt geworden sind. Ich habe gehört, wir haben mit zwei Verrückte, die ganz viele Bits schmeißen, schon allein um die Emotes zu kriegen. Das ist doch theoretisch nicht schlecht. Schädelsuchender Ritter. Zwangsevakuierungsgerät. Bits werfen, Bits werfen. Danke, du. Topf der Gier. Ich bin mir nicht sicher, was der macht, aber... Mechanischer Jäger. Mein Gott. Du brauchst es aber nicht übertreiben, aber vielen Dank. 700. Meine Güte. Hast ja gleich schon Win freigeschaltet. Oder, nee, du hast sogar schon Win freigeschaltet. Danke. Wow. Okay, machen wir direkt Möbius? Machen wir direkt Möbius. Wer gibt denn Bits für Emotes aus? Ja, so ein paar Verrückte sind da. Ich habe übrigens, so als kurzes Update, wo wir gerade davon sprechen. Scheinbar hat Kevin mal wieder irgendwo Bits umsonst gekriegt. Danke, Kevin. Für 400 Bits. Das wollte ich gerade erzählen. Wegen dem neuen Emote nach Luna 2. Ich habe ja schon seit geraumer Zeit inzwischen neues Ehre-Emote in Auftrag gegeben. Ich habe letztens von Reinen gehört, dass sie umziehen musste, unerwartet, und deswegen jetzt lange Zeit nicht an Commissions arbeiten konnte. Deswegen hat es jetzt so lange gedauert, bis das neue Ehre-Emote kommt. Ist aber immer noch in Arbeit, also es kommt jetzt demnächst dann tatsächlich. Das ist jetzt doof. Ich hatte eigentlich gehofft, den schweren Sturm behalten zu dürfen. Dann wollen wir uns in den Insektendritten. Für nur sind es noch 2869 Besita. Sheesh. So, diesmal gehen wir auf Nummer sicher. Okay, das ist nur ein mechanischer Jäger, aber trotzdem gehen wir auf Nummer sicher und greifen mit den stärkeren Monstern an, damit wir dann nicht wieder in irgendwelche blöden Festungen reinrennen. Noch 100 bis Win für Kevin mit seinen Schenkungsbits. Wo kamen die 400 eigentlich her? Das sind ganz schön viele für eine Schenkung. War das eine Twitch-RPG-Belohnung? Torwächters Love, Torwächters Life. Right, Sott ist schwer verwundet. Ja, also für seine Maximal-HP ist er ziemlich low. Für normale Streamboss-Verhältnisse ist er eigentlich super healthy, muss man sagen. Könnte es gewesen sein. Oh, bitte sei keine schlimme Karte da hinten. Antiker Antriebssoldat, wunderbar. Twitch RPG, ob ich alle meine Bits herkriege. Ich weiß nicht, warum das bei mir nicht funktioniert hat. Ich habe immer eine Weile versucht, bei Twitch RPG teilzunehmen. Ich habe die Belohnung einfach nie erhalten. Dann habe ich aufgehört damit, weil einfach nur umsonst war mir dann auch zu viel Aufwand. So, wunderbar, du gewinnst. Dieses Mal direkt im ersten Anlauf. Das freut mich doch. Wir haben zwar nichts von den Karten benutzt, die ich jetzt extra dafür reingetan habe, auch wenn wir einen Kuna Mikette gezogen haben. Nichtsdestotrotz, schön, dass es direkt beim ersten funktioniert hat. Was? Ich glaub's nicht. Wenn das rauskommt, enterb nicht meine Familie. Alex, ich werde dein Partner sein, wie versprochen. Sag nur kein was davon. Ey, wir haben Crawler rekrutiert. So, dann. Sein Name ist Marcel, den können wir als Partner einladen. Willst du ein Partner sein? Hört sich lustig an. Dann. Ich werde jetzt trotzdem unser eigentliches Deck wieder zurück reinladen. Und nur 60 Euro. Sagst du so. So, Rezept laden. Deck. Wunderschön. Vielleicht weil du mal deine URL geändert hast. Du hießt doch mal anders auf Twitch, oder? Ja, richtig schon, aber dadurch, meine ich, hat sich die URL nicht wirklich geändert? Ich weiß es nicht. Ich konnte es nie so richtig feststellen. Das ist Kadim. Den werden wir jetzt auch als Partner einladen. Partner natürlich. Mit einem Partner-Video gewinne ich vielleicht.
Ach ja, Dean hatten wir gestern schon versucht zu rekrutieren, aber der Drecksack. Nein. Verstehe. Ach, wir können ihn hier nicht rekrutieren, solange er hier steht, weil er die empfohlene Duolandgeschichte macht. Der Drecksack macht einen Cointoss, ob er sich uns anschließt oder nicht. Müssen wir da bis zum Unterricht warten. So, liegt an meiner Aura, dass du heute First Try gemacht hast. Ja, danke, LeBraune. So, waren wir schon? Nee, waren wir noch nicht. Ich meine, den Laden haben wir noch nicht geplündert an Duolanden. Der Noel ist jetzt eben Face 9 Alex. Vielleicht hat Twitch RPG da irgendwie Probleme mit gehabt. Ich weiß es nicht. Hey! Das ist Damon. Lange nicht gesehen. Als Partner einladen. Will er sich duellieren? Was? Du mein Partner werden wollen? Wenn du dich mir anschließen wollen, du musst ziehen gut. Ich dir gebe Chance zu beweisen, wir machen Sandwich-Duell. Wir ziehen abwechselnd Sandwiche. Wer als erster Frucht-Sandwich zieht, gewinnt Duell. Verlierer zahlt alle DP für beide Spieler. Was ist das denn für ein Kack? Du DP gebracht, mir zeigen. Okay, du genug haben, wir kämpfen. Alex, du jetzt ziehen zuerst. Was davon ist überhaupt ein Frucht-Sandwich? Nichts davon ist ein Frucht-Sandwich, oder? Hamburger-Sandwich. Nix! Das nicht mit Frucht! Boah, der muss die Tomate gemeint haben, ne? Die Tomate war das Einzige da drin, was überhaupt auch nur... Das ist echt random. Ach, ich muss nochmal. Melonen-Sandwich. Melonen-Sandwich. Das mit Frucht. Gar verloren. Aber ich nehme wie Mann. Ich Wort halten. Wir Partner. Der Typ ist so weird. Haben wir die Sandwiches? Ey, der hat gesagt, wir müssen die Sandwiches für alle bezahlen. Der hat uns die Sandwiches nicht bezahlt. Drecksack. Ich schätze mal, Dorothy können wir immer noch nicht duellieren. Hast du ein Duell? Lieben gerne. Nur leider kenne ich die Regeln nicht. Was mit Sadie? Hallo, hey, ich hab dich noch gar nicht gesehen. Bist du ein neuer Student? Du sollst dich nicht vorstellen, ich will dich duellieren. Duell hört sich gut an. Was, ein Duell gegen mich? Mein Gott, jetzt haben wir das Spiel schon durchgespielt und die können die Regeln immer noch nicht. Ups. Lilly! Man nennt sie Lilly. Als Partner einladen. Abgemacht. Ey, wir haben Lilly als Partner. Jan! Hier geht's Jan. Als Partner einladen. Als Partner? Kein Problem, wir machen sie fertig. Nathan! Der hat keine Angst vor uns. Als Partner einladen. Ich? Natürlich Rock'n'Roll! Nein, ich hab keine Angst! Wenn wir das schon machen, dann um zu gewinnen, klar! Ja, ja. Geh weg, Nathan. Hauptsache, wir haben dich registriert. Ken Yu, der Pilzmann! Mit dem müssen wir schon fast zusammen duellieren. Als Partner einladen. Wenn wir Partner werden sollen, müssen wir uns duellieren. Hör mal zu. Wenn du mich im Duell schlägst, bin ich dein Partner. Okay, es geht los. Von allen Leuten will Kenyu mit dem Pilzdeck sich mit uns duellieren, damit unser Partner wird. Was ist mit dem denn kaputt? Miss Sunsets! Guten Abend, schön dich zu sehen. Bist du durch mit deinen Pflichten für heute? Alles gut? Ja, dann sollte ja nicht so schwer sein, den Pilzmann zu besiegen. Ich bin mir sicher, die Fans freuen sich, den Pilzmann zu sehen. Ich bin doch in der Zeit zurückgereist. Wieso sollen die jetzt ja die Regeln kennen? Ist nicht ganz unwahr. Aber viele, viele Leute hier erinnern sich irgendwie daran, dass wir in der Zeit zurückgereist sind. Ich verstehe dieses Spiel nicht. Keine Sorge, Anub. Man muss ja auch nicht so viel verstehen. Mein Face. Dorothy, wer braucht schon die Regeln in Yu-Gi-Oh? Gut, wenn man nach Anime-Regeln spielt, dann kann man sowieso machen, was man will, ne? Oh Gott, das ist der Pilzmann. Der Pilzmann hat Kenyu 200 Punkte Schaden gemacht. Das hat seinen Mujin-Curry wieder negiert. Der Pilzmann hat sich auf unsere Seite des Spielfeldes begeben. Oh nein, der Pilzmann hat uns 300 Punkte Schaden gemacht. Oh, wie schrecklich. Ja, spielen wir mal den Soldat der Erzunterwäldler. Schön, dass wir einen Pilzmann haben, schätze ich. Können wir jetzt damit nämlich auch noch angreifen. Der super ultra rare Pilzmann OTK, nicht wahr? Ist eh keiner für das Spiel hier. Ah.
Wenn es nicht von Kevin käme, wäre es ja schon fast süß. Fertig, einen Teil kann ich heute nicht machen. Muss morgen geschehen. Oh Mann. Aber morgen ist Freitag, dann ist Wochenende, dann hast du frei. Nein, ich will 500 Lebensmittel nicht bezahlen, um Pilzmann an meinen Gegner zu geben. Ich behalte gerne Pilzmann, um damit anzugreifen. Warum sollte ich den zurückgeben? Ja, hey Jerry. Schön, dass du da bist. Jerry können wir nichts antun, also geben wir Jerry einfach auf die Hand zurück. Ist das ein Wochenende? Das sind die Tage, an denen man Wochenendsachen machen kann, hoffe ich. So Sachen, die man selber gerne machen will, die einem nicht von irgendwem aufgetragen werden. Ich weiß, es ist für teilweise, an manchen Tagen ist das eine Legende, aber ich habe gehört, an Wochenenden ist sowas manchmal möglich. Pilzmann Hinterhalt. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Hinterhalt war, der Pilzmann kam sehr frontal auf uns zu. Du gewinnst! 188 DP, ja, das Pilzmann-Deck ist immer unglaublich viel wert. Mist, ich hab verloren. Ich verkürze nur ungern meine Zeit fürs Shoppen, aber was soll's, ich hätte ein Partner sein. Ey, wir haben Kenyu rekrutiert mit dem Pilzmann-Deck. Booyah. Halloween-Leiche, Aite. Hallo Alex, ich bin Aite. Schön, dich kennenzulernen. Partner einladen, alles klar, oh ja. Du bist mein Partner, wir verlieren nicht. Cool. Aite ist jetzt auf unserer Seite. Dann hätten wir noch Büro des Chancellors, aber da steht niemand. Hatten wir den gelben Schlafsaal überhaupt schon abgeklappert? Ich bin mir... Ich glaube, wir waren jetzt überall, oder? Ich meine, wir haben alle Gebiete abgeklappert. Zumindest um diese Uhrzeit. Da fehlen natürlich immer noch einige Leute. Ich glaube zum Beispiel, die Elementartrottel haben wir alle sechs noch nicht getroffen. Ja. Außerdem müssen wir immer noch den einen Cointoss da machen. Das heißt, wir müssen da eben auf Unterrichtsbeginn warten. Wir spielen also das Turnier mit einem Doppelpilzmann-Deck, ja? Total! Vielleicht? Unter Umständen? Wahrscheinlich nicht. Ja, ich gehe, nein, ich gehe nicht. Ich brauche für meine Kekse knapp 3 Kilogramm Mehl. Hast ja was zu tun, Auri. Wochenende? Was ist mit Wochenende nur? Oh, jetzt kommt Auris Aufzählung der Kekse. Miss Hansard, ich bin gespannt, ob du die Kekse alle kennst. Ich kenne die nämlich nicht alle, die Auri uns eben alle aufgezählt hat. Hi Dean. Als Partner einladen. Was? Willst du ein Partner sein? Bla bla bla. Kopf oder Zahl? So habe ich jetzt immer Kopf, versuchen wir es nochmal mit Kopf. Und es ist... Ups, zu schade. Drecksack. Morgen nochmal. Okay. Dann müssen wir es jetzt einmal Abend werden lassen. Und dann gehen wir einmal die Elementartypen suchen. Timeraffer. Zur entsprechenden Zeit springen. Bum 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 bum. Okay. 17 Uhr sollte okay sein. Klapper, klapper, klapper. Schauen wir uns mal unauffällig hier um. Dass wir die auch hier alle rekrutiert haben. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, wo die um diese Zeit jetzt rumgammeln. Ich vermute mal am blauen Mädchenschlafsaal, am normalen Schlafsaal. Ja, da stehen sie alle. Celia! Hehe, das ist Celia. Ja, ja, ja. Als Partner einladen. Ist ein Partner werden? Das lässt sie arrangieren. Aber versprich mir, dass wir das Turnier gewinnen, okay? Wir zeigen denen ein Duell, das wie ein Sturm ist. Okay, thanks, nein. Das ist Sadina. Halte ich immer noch für einen weiblichen Namen. Aber hey, als Partner einladen. Hm, das soll ein Partner werden? Ich denke, ich kann dich tolerieren. Aber wir wollen ganz nach oben, verstanden? Wir werden die strahlenden Champions sein. Mhm. Dante mit Feuer des Zorns. Ich bin Dante. Kommt Dante als Partner einladen. Du willst dich mir anschließen? Gut so, so langsam wirst du auch ganz heiß. Wenn wir im gleichen Team sind, wird das Finale heiß wie die Sonne. Ach, lass mich doch. Hehehe, ich bin Rock. Ich bin einer der 6 Attributmeister. Bla bla bla.
Als Partner einladen. Wow, du bist ja voll der Aufreißer. Wir werden das Turnier gewinnen, gar keine Frage. Also dann los, fangen wir an. Wir sind tatsächlich der Aufreißer der Schule. Wir sammeln Herzen mit jedem einzelnen Schüler dieser Schule. Das ist eine große Aufgabe, die wir uns da vorgenommen haben. Ach guck mal, die kennen wir auch beide noch nicht. Ja, bist du? Ah, verstehe. Ich heiße Jamie. Ja, komm, als Partner einladen. Soll dein Partner werden? Hört sich gut an, machen wir. Und Sion mit dem Schnelldeck. Als Partner einladen. Bin ich dein Partner? Klar, um mich. Keine Sache, dat. So, dann haben wir jetzt zwei noch nicht eingeladen. Das ist Brown. Brown mit dem lila Deck. Als Partner einladen. Willst du ein Partner sein? Natürlich, das wäre großartig. Ich halte mich gerne im Schatten. Aber zusammen können wir das Turnier gewinnen, oder? Wenn wir zusammen spielen würden, vielleicht. Ich bin Truly. Mhm. Also rasender Truly. Mhm. Du willst auch mein Partner werden? Okay, bei deiner Stärke haben wir gute Chancen auf den Sieg. Wie aufregend. Ja. Soweit, so gut. So, dann schauen wir mal nochmal durch. Jetzt, wo es später ist, sind gegebenenfalls nochmal ein paar andere Studenten unterwegs. Genau wie Shannon hier, die wir noch nicht eingeladen haben, als Partner einladen. Klar, du und ich wären eine super Kombination. Mhm. Spiele haben wir schon. Heizungsluft macht müde. Ohne ist zu bibberig. Hast du wohl recht, Unrat. Hast du wohl recht. Ich könnte jetzt locker 5 Stunden schlafen, aber ich darf gleich zur Arbeit. Ach, nur ist es wieder soweit. Ich vermute, deine Schicht geht wieder um 10 Uhr los. Haben wir schon. Jetzt möchte ich Kekse futtern. Ja, guten Appetit, Miss Sunset. Ich habe auch noch ein bisschen Nachschub hier. Aber die anderen kriegen keinen. Gamma-Schlafsaal. Haben wir. Soweit so gut. Blauer Schlafsaal hatten wir gerade. Zu den Slafferets gehen wir am besten gleich, wenn es Essen gibt, nochmal. Mädchenschlafsaal. Schätze ich mal, ändert sich sowieso generell nicht viel, aber gucken wir nochmal. Haben wir. Von der Fontäne haben wir noch nicht, aber dafür brauchen wir erst Atticus. Will bis 21.30 Uhr durchhalten. Ich schätze, sonst hast du keine ordentliche Nacht Schlaf, wa? Haben wir. Das ist sowieso nur Chessington. Pizza oder Brot essen? Also wenn du in einer Stunde schlafen gehen willst, würde ich Brot empfehlen. Haben wir denn auch? Das Mehl. Ach ja, richtig, wir müssen immer noch goldene Eier-Sandwiches ziehen gehen. Juch. Wie lange spielst du dieses Spiel eigentlich schon, Alex? Im Stream? Boah, wie lange sind wir jetzt schon hier mit unterwegs? Ein paar Monate jetzt schon sicherlich wieder. Aber wir gehen ja auch langsam sicher aufs Ende zu, glaube ich. Mehr oder weniger. Ich glaube, es ist schon noch ein bisschen. Aber jetzt haben wir so viel Zeit da rein investiert, hier auch die Karten zusammenzukriegen. Da muss man halt auch ein bisschen ausnutzen, ne? Haben wir. Sieht soweit eigentlich ganz gut aus, dass wir die ganzen Randos jetzt schon mal in unser Team geholt haben. Gehen wir mal den Red-Schlafsaal raiden, während wir in der Essensphase sind. Wann kommt eigentlich der erste 5D-Style im Stream? Der war doch schon im Stream. Erinnerst du dich nicht mehr? Ich meine, du warst da. Wir haben 5Ds im Stream gespielt und es war so schrecklich, dass ich das Spiel abbrechen musste. Tja, mit Blair, das ist eine richtige Katastrophe, wie ich finde. Also ob ich Blair hole, das überlege ich mir noch. Wenn wir Blair haben wollen, müssen wir echt nochmal
mit all den Charakteren, wer war das alles? Mit Zane, mit Alexis und mit Cyrus müssen wir allen nochmal Herzen sammeln. Damit die uns die Klamotten von Blair geben, damit wir Blair überhaupt nochmal rekrutieren können. Das würde bedeuten, mit denen nochmal Beziehungen aufzubauen. Ich weiß nicht, ob ich das machen will. Gibt's noch irgendwo was Spannendes? Vielleicht nachts auf dem Duellfeld? Ich sehe wirklich keinen mehr, den wir noch nicht hatten. Nachts am Strand. Nope. Nope. Okay. So. Ich würde vermuten, wir haben die ganzen Randos jetzt rekrutiert. Gehen wir noch einmal in den Verliesdarm. Wobei, Moses haben wir schon. Ich meine, nachts ist hier sonst niemand außer Moses. Nicht mal Moses ist momentan da. Oder Moses steht auf der anderen Seite. Hey Moses. Tschüss Moses. Meißel mal weiter. Ich komm später wieder. Tja, ich schätze, wir gehen mal nachts noch ein bisschen durch. In Anbetracht dessen, dass ich nie wirklich nachts rumgelaufen bin, weil ich immer früh ins Bett gegangen bin, sollten wir vielleicht mal gucken, ob wir nachts noch ein bisschen weiter haben. Zur entsprechenden Zeit springen. Dann bring mich mal in die späten Stunden. Ja. Ich meine mich nämlich zu erinnern, wenn man durchgespielt hat, dass wir bei dem blauen Mädchenschlafsaal durchkommen. Ja, kommen wir in der Tat. Das hatte ich nämlich schon versucht, als wir dieses Spiel angefangen haben. Und hatte mich gewundert, warum es nicht funktioniert hat. Es geht offenbar erst, wenn man das Spiel einmal durchgespielt hat. Das ist ja nützlich. Gut, dass wir das geschafft haben. Ja, jetzt können wir in einem leeren Innenhof rumlaufen. Boah, was ein Achievement. Yeah. Ja, ist doch nicht so leer. Ach, wer ist denn da? Kamula. Wir können Kamula rekrutieren. Schätze ich. Unser Deck müsste richtig sein. Hey, Noel? Ich bin nicht wirklich interessiert, aber klar. Eigentlich wollte ich sie rekrutieren. Ich habe wieder den falschen Button gedrückt. Naja, dann duellieren wir uns nochmal mit Kamula. Boah, da war kein Schaden. Bisschen Vampire stompen. Oder von Vampiren gestompt werden, kann auch passieren. Das sind Vampire, die sind gefährlich. Zum dritten gespielt, klingt nach einer Menge unnötiger Arbeit. Letzten Freitag Nachmittag so 2 Stunden gepennt, war ich bis 7 Uhr morgens auf. Ja, das passiert, wenn man seinen Schlafrhythmus aus Versehen kaputt macht. Ich kenne das. Hatte ich letztens auch mal. Halbe Stunde im Stream und Alex hat noch nicht entsetzt KI geschrien. Ja, wir haben heute halt Friend Scout Tag. Das liegt daran, dass wir nicht so viele Tech-Duelle machen. Im Regelfall schreie ich das ja, wenn ich mit einer KI zusammenarbeiten muss. Ein Vampir-Tech-Team wäre nicht schlecht. In der Tat, ein Vampir-Tech-Team wäre tatsächlich nicht schlecht. Das würde wahrscheinlich alles niedermetzeln. Schon alleine, weil wir dann 4 Pyramidenschildkröten im Deck haben. So unfair. Klauen wir die Vampir-Lady und spielen dafür einen Cyberdrachen? Naja. Klauen wir die Vampir-Lady und spielen einen Staubtornado und dann greifen wir noch mit der Riesenratte an. Volle Breitseite! Schwupp. Dann noch ein 1-5er. Und noch ein 1-5-5er hinterher. Dann sollten wir Kamula aber auf keinen Fall ein Monster aus ihrem Deck entfernen lassen. Denn das ist, was die KI im Regelfall tun würde. Du darfst gerne eine Fallenkarte da rausschmeißen. Ein Regiki Break weniger, dass wir auf der gegnerischen Seite liegen haben können. Stream mal auf einen Freitagabend. Dann trinke ich jedes Mal einen Schnaps, wenn die KI was Dummes macht. Ja, am Freitag habe ich meistens was anderes zu tun. Das tut mir leid. Ach, KI, was tust du? Greifst das eine Monster auf unserer Seite an, wo es mir schnubbe egal ist, wenn du es killst, aber das ist halt so typisch KI, ne? Holen wir uns eine neue Ratte dafür. Das
Stardust Acceleration ist der beste 5D-Style. Die KI-Decks sind am Anfang schwer, aber wenigstens sind es Decks. Ich hab's noch gleich Stardust Acceleration. Wir unterstützen keine Alkoholvergiftung. Ist wohl richtig. Das würde wahrscheinlich unweigerlich dazu führen. Ja, dich war's dann, Kamula. Gutes Well, 5 Spielzüge, KI down. Wer weiß, was sie alles hätte machen können. Wahrscheinlich hatte sie Ruf der Mumie und Blood 2 oder sowas auf der Hand und hat beides nicht gespielt. Du gewinnst. 353 DP. Arg! Pff, der hat mir eh nichts zu bedeuten. Bis dann!